Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal gibt es regelmäßige Näh- und DIY-Tutorials, hin und wieder einen Blick hinter die Kulissen und auch immer mal ein Gewinnspiel. Wenn das etwas ist, woran ihr Freude habt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann informiert euch YouTube, wann immer ich etwas Neues hochlade und ihr verpasst davon nichts. Heute basteln wir gemeinsam eine Fimo-Schneekugel. Aber nicht irgendeine Schneekugel, sondern eine mit einer Zusatzfunktion. Ich möchte damit nämlich in diesem Jahr einen Animal Crossing-Fan beschenken. Und für diejenigen unter euch, die Animal Crossing, das Spiel, noch nicht kennen, ist das relativ einfach erklärt. In dem Spiel ist man ein Auswanderer, man zieht auf eine neue Insel, um dort sein neues Leben aufzubauen. Man baut sich ein Haus, man beteiligt sich am Ausbau der Insel und man betreibt Handel. Es gibt eine örtliche Währung, das sind die Sternis. Und die verdient man zum Beispiel, indem man Obst verkauft. Ergo baut man Obst an. Und das funktioniert relativ einfach. Wenn ihr einen Apfel einpflanzt in Animal Crossing, wächst ein Apfelbaum. Und wenn ihr einen Pfirsich einpflanzt in Animal Crossing, dann wächst ein Pfirsichbaum. Und das aller coolste, meiner Meinung nach, was es in Animal Crossing gibt, ist die Tatsache, dass es dort Bäume gibt, wie wir sie uns alle sicherlich schon mal gewünscht haben. Denn wenn ihr in Animal Crossing einen Sack voll Sternis einbuddelt, dann wächst da ein Sternibaum. Will heißen, wenn man in Animal Crossing einen Sack voll Geld verbuddelt, dann wächst da ein Geldbaum. Und ich mache für besagten Animal Crossing-Fan heute eine Sternibaum-Schneekugel mit der Zusatzfunktion, dass sie einen doppelten Boden hat, in dem man wahlweise ein Geldgeschenk verstecken kann oder der Beschenkte das als Geldgeheimversteck für sich selber nutzen kann. Dieses Video wird, wie könnte es anders sein, unterstützt von Nintendo. Herzlichen Dank dafür. Und es lohnt sich heute bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, denn ich verlose hier heute die bisher größte Menge an tollen Gewinnen, die ich dieses Jahr hier auf dem Kanal in einem Video rausgehauen habe. Also gebt dem Video am besten jetzt schon mal einen Thumbs up und bleibt bis zum Ende dran. Für eure Schneekugel braucht ihr einen Schneekugelrohling. Ich benutze den von Fimo, den gibt es in zwei verschiedenen Größen. Das hier ist die größere Variante. Schnee für die Schneekugel gibt es auch von Fimo. Dann gibt es von Fimo noch solches Wasserklar, das man in die Kugel geben kann, damit das Wasser nicht trüb wird. Ihr braucht Modellbaukleber, destilliertes Wasser. Wenn ihr eure Schneekugel noch mit einem Geldfach versehen möchtet, braucht ihr noch solche kleinen selbstklebenden Scheibenmagneten und natürlich Fimo. Unsere Fimo-Figur können wir nicht einfach so in die Schneekugel kleben, sondern wir brauchen zunächst aus Fimo eine Bodenplatte, die wir dann hier unten aufkleben. Um zu wissen, wie groß die werden soll, könnt ihr entweder die Kuppel nehmen und drumherum zeichnen, oder ihr könnt, so wie ich das getan habe, mit einem Zirkel ermitteln, wie groß die Bodenplatte sein muss und euch das auf ein Blatt Papier aufzeichnen. Das hat den Vorteil, dass wir eine Markierung für den Mittelpunkt haben, der später für uns wichtig werden wird. Schneidet euch euren Kreis aus und legt den auf den Boden eurer Schneekugel und fahrt mit dem Fingernagel oder dem Finger so ein bisschen über die Stelle, an der das Befüllungsloch ist, damit sich das abdrückt auf eure Vorlage und ihr dann eine Vorlage bekommt, die euch genau sagt, wo dieses Loch ist, denn das müssen wir später bei unserer Fimo-Bodenplatte aussparen. Um sicherzugehen, dass die Fimo-Figur, die ihr als nächstes basteln werdet, dann auch in eure Schneekugel passt, nehmt euch als nächstes die Kuppel und messt im mittleren Bereich aus, wie hoch eure Figur maximal sein darf. Im Falle meiner Schneekugel hier darf die Figur maximal 5,5 cm hoch sein. Bedenkt dabei, dass ihr ja auch noch eine Bodenplatte bastelt. Ich habe mir dann noch, bevor ich zum Fimo gegriffen habe, eine kleine Skizze angefertigt, auf der ich mir Linien gemacht habe, die genau den Abstand haben, wie hoch meine Figur maximal sein darf, und habe dort schon mal den Baum rein skizziert, den ich kreieren möchte. Das ist insofern ganz gut, als ihr dann einen ziemlich genauen Maßstab schon mal habt dafür, wie ihr später eure Figur herstellen müsst. Das heißt, anhand dessen konnte ich dann später auch bestimmen, wie groß meine einzelnen Baumteile sind, die in der Baumkrone, der Baumstamm, und habe dann von dieser Zeichnung auch meinen Baumstammdurchmesser abgeleitet.
So, mein Sternibaum soll später auf einer Animal Crossing-typischen Landschaft stehen. Deshalb habe ich mir auf meiner Vorlage für die Bodenplatte aufgezeichnet, wo in der Mitte der Baum stehen wird. Deshalb war das mit dem Zirkel für mich wichtig und habe da auch eine Animal Crossing-typische Uferlinie drumherum gezeichnet. Die verläuft in so geometrischen Formen. Das habe ich ausgeschnitten und mit dieser Schablone dann meine Bodenplatte kreiert. Zuerst aus Erdton. Dann an diesen angrenzend etwas Wasser. Die Erdschicht hat dann noch eine Lage Wiese bekommen. Und die Wiese ganz, ganz viele kleine Animal Crossing-typische Dreiecke. Wenn eure Bodenplatte soweit fertig ist, braucht sie unbedingt noch ein Loch. Dafür haben wir uns ja vorhin auf unserer Vorlage vermerkt, wo das Loch in dem Schneekugelboden platziert ist. Und dieses Loch müssen wir jetzt auch aus unserer Fimo-Bodenplatte ausstanzen. Das lässt sich mit einem Strohhalm zum Beispiel ganz gut machen. Als nächstes habe ich mich meinem Sternibaum gewidmet. Der hat von vorne betrachtet immer drei solcher Laubkugeln. Um eine 3D-Version dieses Baums zu machen, müsst ihr natürlich vier dieser Kugeln formen. Und da ist besagte Zeichnung, die wir vorhin angefertigt haben, wirklich, wirklich sinnvoll. Egal, welche Figur ihr jetzt knetet, es macht Sinn, euch vorher eine Zeichnung in dem Maßstab zu machen, in dem die Figur später sein soll, damit nichts hinterher an die Kuppel aneckt. Um die vier Laubkugeln mit dem Baumstamm zu verbinden, habe ich vier Stücke Draht quasi verzwirbelt. Das verzwirbelte Ende landet hinterher im Baumstamm und an den herausragenden Drahtenden oben habe ich die Baumkugeln platziert, die jetzt, bevor ich sie auf den Baumstamm gesteckt habe, noch ein bisschen Laubstruktur von mir bekommen haben. So sieht mein Sternibaum jetzt aus und den setze ich jetzt auf die Bodenplatte. Da hatte ich mir ja eine Markierung gemacht, genau in der Mitte muss der Baum stehen und da setze ich den jetzt auch drauf. Ihr könnt natürlich auch woanders auf eurer Bodenplatte Figuren platzieren. Achtet, wenn ihr etwas darauf platziert, bitte darauf, dass es möglichst in der Mitte ist, denn wir befüllen das ganze Ding ja hinterher mit Wasser und je näher die Gegenstände, die ihr da reinsetzt, am Rand sind, desto eher werden die dann optisch durch die Kuppelform und durch das Wasser drumherum verzerrt und das sieht dann manchmal komisch aus. Also am hübschesten sieht es alles aus, wenn es möglichst mittig platziert wird. So, jetzt fehlen meinem Sternibaum nur noch die wichtigen, wichtigen Sternisäcke, die ich, nachdem ich sie fertig geknetet habe, auch mit kleinen Drahtstückchen an den Baumkugeln befestigt habe. Fertig ist mein Sternibaum auf meiner Animal Crossing typischen Landschaftsbodenplatte. Ich habe da sogar noch kleine Fische ins Wasser gesetzt und das alles wandert jetzt in den Backofen. So sieht mein Sternibaum und meine Animal Crossing Landschaft jetzt gebacken und abgekühlt aus. Wartet bitte auf jeden Fall, bis eure Bodenplatte und eure Fimo-Figur komplett ausgekühlt ist, bevor ihr das Ganze jetzt im nächsten Schritt auf die Bodenplatte eurer Schneekugel klebt. Verwendet für das Verkleben dieser beiden Teile bitte in jedem Fall Modellbaukleber. Warum? Die meisten Bastelkleber oder Sekundenkleber oder alles, was ihr so verwendet, wird vermutlich früher oder später unter permanentem Wasser einfach diese Klebekraft aufgeben. Die meisten Kleber, ich bin wie gesagt keine Chemikerin, aber die meisten Kleber funktionieren so, dass man einfach Sachen zusammenklebt, hält. Manchmal auch mit zwei Komponenten, dann ist es noch fester als mit normalem Bastelkleber. In jedem Falle wollen wir ja etwas haben, das auch unter Wasser hält. Der Unterschied bei Modellbaukleber ist der, dass der nicht einfach eine Sache an der anderen befestigt, sondern speziell für Kunststoffe kreiert wurde. Und der wirkt in der Regel flüssiger als das, was ihr sonst von Bastelkleber kennt, funktioniert aber in der Regel so, dass er auf mikroskopischer Ebene, das seht ihr mit dem bloßen Auge nicht, aber er löst die Oberfläche des Kunststoffes an. Und zwar auf beiden Seiten. Also sowohl bei diesem Kunststoff als auch bei diesem jetzt gehärteten Kunststoff. Und wenn ihr die Teile dann zusammenfügt, dann verschweißen die quasi. Es ist also mehr ein Verschweißen der Oberflächenstruktur der beiden Teile als ein Aneinanderbetten. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erklärt, aber so verstehe ich das und deshalb wäre es wirklich wichtig, dass ihr Modellbaukleber verwendet. Welchen ihr benutzt,
ist euch überlassen. Ich benutze den von Revell, weil wir den zu Hause haben, weil wir Revell-Modellbau-Fans im Haus haben. Lest euch auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung eures Modellbauklebers durch. Bei manchen muss man das beidseitig auftragen, bei manchen einseitig, bei manchen muss man antrocknen lassen und dann andrücken. Das ist unterschiedlich. Ich benutze, wie gesagt, diesen hier und trage den jetzt hier auf die Bodenplatte auf. Achtet darauf, dass die Bodenplatte schmutz-, fett- und staubfrei ist. Also da jetzt nicht mehr mit den Fingern drauf dapschen. Und tragt dann überall euren Modellbaukleber auf. Ich würde, wenn ich ihn da hätte, tatsächlich einen anderen Modellbaukleber verwenden, auch von Revell. Der hier mit dieser Spitze ist vor allem für kleine Teile, für größere Flächen gibt es tatsächlich besseren, den man dann mit einem Pinsel auftragen kann. Aber das ist der, den ich da habe und der funktioniert wunderbar und deshalb verwende ich den heute. Und setze da jetzt meine Fimo-Platte so auf, dass mein ausgestanztes Loch auf das Loch in der Bodenplatte trifft, damit wir da später noch Wasser durchfüllen können. So, der Vorteil bei dem Kleber hier ist auch, dass man da noch ein bisschen rumschieben kann, wenn man sich jetzt ein bisschen blöd angestellt hat und das vielleicht verrutscht hat. Also man kann den noch geringfügig anpassen, modellieren, die Bodenplatte verschieben und dann fester andrücken. Und das Ganze dann ein paar Stunden sehr, sehr gut durchtrocknen lassen, denn für den nächsten Schritt müssen wir das Ganze auf den Kopf drehen. Und deshalb wäre es wirklich wichtig, dass der Kleber bis dahin durchgetrocknet ist, bevor wir uns dann um das Befüllen unserer Schneekugel kümmern. So, wenn das soweit getrocknet ist, dann kümmern wir uns um das Befüllen unserer Schneekugel. Dafür legen wir uns die Kuppel entweder in ein Nest aus Handtuch oder oben in einen Becher oder eine Tasse rein, einfach damit ihr beide Hände für den folgenden Prozess verwenden könnt und euch das nicht irgendwie wegrutscht. So, jetzt kommt da als erstes ein kleines bisschen destilliertes Wasser rein. Wir nehmen dafür destilliertes Wasser, weil das ja sauber ist. Im Sinne von, es wurde im chemischen Prozess der Destillation von allen möglichen Inhaltsstoffen befreit. Also da ist überhaupt nichts drin, was irgendwie hinterher schimmeln oder sonst irgendetwas könnte. Eigentlich müsste allein diese Tatsache schon reichen, damit die Kugel hinterher innen drin nicht trüb wird. Um sicher zu gehen, befülle ich das zusätzlich mit diesem Wasserklar, was es von Fimo gibt. Da wird empfohlen, 3 Milliliter in so eine Kugel zu geben. Dieses Fläschchen hat 10 Milliliter, das heißt, so ein Fläschchen reicht euch in der Regel für etwa 3 Kugeln. Und da ist eine sehr, sehr praktische Skala am Rand. Das heißt, ich werde das jetzt eyeballen, wie man das auf Englisch so schön sagt. Also per Augenmaß machen. So, und dann haben wir da destilliertes Wasser mit besagtem Wasserklar. Und jetzt kommt da noch ein Tropfen Spüli rein. Ganz vorsichtig. Das soll einfach nur bewirken, dass der Schnee hinterher nicht wild durch die Gegend wirbelt wie in einem Hurricane, sondern langsam. So, und jetzt kommt unser Schnee zum Einsatz. Und da wird empfohlen, einen halben Teelöffel vorsichtig einzurühren. Ich habe jetzt hier so einen Babylöffel, der ist natürlich quasi ein bisschen kleiner als ein Teelöffel. Ich würde sagen, den mache ich einfach mal voll. Dann haben wir da schön viel Schnee drin. Und das verrühre ich jetzt ganz vorsichtig. So, und jetzt müssen wir unseren Boden mit unserer Figur da irgendwie drauf bekommen. Guckt, dass das jetzt möglichst staubfrei ist. Also da jetzt auch kein Schnee sich verfangen hat, pustet dann nochmal drüber. Und nehmt jetzt unten den Stöpsel aus diesem Boden raus, damit wir da später Wasser einfüllen können. So, und jetzt kommt unser Modellbaukleber wieder zum Einsatz. Ich benutze, wie gesagt, so einen mit so einer Nadelspitze. Damit kommt man extrem gut in diese Rille rein. Solltet ihr einen dickflüssigeren Kleber verwenden, dann guckt, wenn ihr die Rille voll gemacht habt, dass ihr vielleicht nochmal mit einer Nadel oder einem Zahnstocher oder so einem Schaschlikspieß oder irgendwas nochmal die Rille nachzieht, dass das sich ein bisschen in die Rille setzt. Ich mache das, wie gesagt, jetzt mit besagtem Modellbaukleber. So, und jetzt gucke ich, dass ich mir die Kugel auf meiner Halterung hier so ein bisschen schief stelle und nehme mir vorsichtig das Unterteil und stülpe das darüber von oben.
und fixiere die beiden Teile, indem ich sie gegeneinander drücke. So, und so zusammengefügt lasse ich das jetzt diverse Stunden stehen, denn dieser Kleber braucht, wie gesagt, 3 bis 5 Stunden mal locker, um zu trocknen. Und wir wollen ja, dass das sicher alles verklebt ist, bevor wir das komplett mit Wasser auffüllen. Ach so, wichtig in dem Zusammenhang ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ihr eure Fimo-Figuren nicht lackieren solltet. Denn der Lack, den man normalerweise auf Fimo-Figuren verwendet, sei es jetzt Fimo-Lack oder irgendein anderer Klarlack, der ist normalerweise auf Wasserbasis und das würde sich mittelfristig in dieser Kugel auflösen. Und dann habt ihr wieder das Problem, dass das Wasser irgendwann trüb wird und das wollen wir ja nicht. So, wer jetzt einfach nur eine Schneekugel machen wollte, der wartet jetzt einfach, bis das trocknet und befüllt das dann bis oben hin. In meinem Falle möchte ich ja hier jetzt einen doppelten Boden anbringen, um das Ganze als Geldgeschenk oder als Geldversteck zu verwenden. Und deshalb hole ich mir jetzt nochmal mein Fimo raus. Und zwar habe ich mir dafür angeguckt, welchen Durchmesser der Kreis hier haben muss, dass der hier unten genau reinpasst. Das habe ich mit dem Zirkel abgemessen. Ich habe euch eine Vorlage, wie gesagt, sowohl für die Bodenplatte als auch für diesen doppelten Boden in meinen Blog gestellt. Die Links findet ihr alle unten in der Infobox. So, und das habe ich mir aus schwarzem Fimo in dieser Größe zurechtgeschnitten und habe da jetzt noch so zwei kleine, nennen wir sie Nupsis, draufgesetzt, Abstandshalter. Hier haben wir ja auch ein kleines Stück, was hoch steht und da kommt ja der Stöpsel hinterher rein. Ich habe das ausgemessen. Meine Bodenplatte ist 1 mm dick und diese Abstandshalter-Nupsis sind 5 bis 6 mm hoch und da kann ich dann, das hier ist jetzt schon fertig gebacken, meine kleinen Mini-Magnete draufsetzen. Ich habe da hier so praktische mit einer einseitigen Klebefläche. Da kann ich einfach die Klebefolie abnehmen und das hier einfach auf meinen Abstandshalter draufkleben. Und das mache ich auf beiden Seiten. Und zwei Gegenstücke platziere ich dann später, wenn das hier trocken ist, hier am Boden der Platte, damit man die dann noch ordentlich lösen kann von dem anderen Boden. Habe ich mir jetzt aus Snap-Pap noch so einen kleinen Fitzel zugeschnitten. Das könnt ihr natürlich auch aus Tonpapier, Pappe, Stoff, was auch immer. Und den klebe ich jetzt noch hier irgendwo dran, damit ich das umbiegen kann und damit ich dann, wenn das später am Boden ist, das hier gescheit öffnen kann, damit sich die Magnete voneinander lösen. Und jetzt bleibt uns nur noch diese Schneekugel mit destilliertem Wasser aufzufüllen. Und zwar bis ganz, ganz oben hin, sodass überhaupt keine Luft mehr da drin ist. Ich verwende dafür so einen kleinen Trichter, den ich zufällig hier rumfliegen habe. Wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr aus beschichtetem Papier oder beschichteter Packpapier zum Beispiel euch einfach einen kleinen Trichter basteln. Und ich schütte das jetzt nicht aus der großen Flasche hier rein, sondern aus einem Becher. Und da wird wahrscheinlich ein bisschen was daneben gehen, weil der Trichter nicht ganz reinpasst. Aber wir probieren es einfach mal. So, mein Mini-Trichter hat sich als doch etwas zu groß erwiesen. Ich habe mir jetzt nochmal aus Plotterfolie einen gemacht, der wirklich ganz bis rein reicht und nicht nur oben auf sitzt. Und damit klappt das deutlich besser, aber man braucht ein wenig Geduld. Was im Übrigen, wenn ihr eine da habt, auch gut funktioniert, ist eine Spritze. Also damit das Wasser aufsaugen und hier reinfüllen, klappt tatsächlich auch wunderbar. Ihr müsst das ein bisschen mit Gefühl machen, weil wenn ihr das da zu sehr reinschießt, dann bildet sich da am Ende Schaum. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo gar nichts mehr reingeht. Und an dem Punkt dreht ihr eure Schneekugel bitte so, dass das Loch quasi der höchste Punkt ist und klopft noch so ein paar Mal dagegen, damit auch die letzten Luftblasen entweichen können. Da kommt noch eine. Und wenn das dann so voll ist, wie es überhaupt nur geht, dann kommt hier euer Nupsi drauf und dann ist eure Schneekugel fertig. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn ihr dem Video an dieser Stelle einen Daumen nach oben gebt. Ja, wenn ihr selber Animal Crossing Fans seid oder solche im Umfeld habt, dann wissen die sicher den Gag zu schätzen, dass unter dem Sternibaum Geld vergraben ist oder man das dort verstecken kann.
Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich in meine Weihnachtsfeiertags-, Neujahrs- und Winterpause mit dem vorhin angekündigten allergrößten Gewinnspiel, das ich dieses Jahr auf diesem Kanal abgehalten habe. Zu gewinnen gibt es dieses große Sammelsurium an Nintendo-Produkten und vor allem Animal Crossing-Spielen und Goodies. Und weil das so viele sind, machen wir daraus 3 Gewinnpakete. Und ich habe mir gedacht, ich mache das dieses Mal nicht so wie bisher immer, nämlich dass es einen großen Lostopf gibt, wo alle reinkommen, die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben und ich dann 3 Gewinner ziehe, sondern es wird 3 Lostöpfe geben. Warum? Weil ich es einfach irgendwie schade fände, wenn jemand, der schon eine Nintendo-Konsole hat und sich einfach nur über Animal Crossing und die Goodies dazu freuen würde, ausgerechnet derjenige ist, der die Konsole gewinnt. Der freut sich dann zwar, aber muss ja nicht sein. Während andererseits vielleicht jemand, der hier teilnimmt, weil er dringend eine Konsole gewinnen möchte, das Paket mit nur dem Spiel und den Goodies, nur in Anführungsstrichen, dem Spiel und den Goodies bekommt und sich dann halt einfach zwar irgendwie freut, dass er was gewonnen hat, aber damit nicht so richtig viel anfangen kann. Das fände ich schade. Und deshalb machen wir das heute so. Ohren auf. Ihr könnt heute nur in einen dieser Lostöpfe springen mit eurem Kommentar unter diesem Video, der ganz dringend ein Stichwort beinhalten muss für den jeweiligen Lostopf, in den ihr gerne springen würdet. Wieso springt man eigentlich immer in Lostöpfe? Also, wenn ihr schon eine Nintendo-Konsole habt oder jemanden beschenken möchtet, der schon eine Nintendo-Konsole hat, dann freut ihr euch bestimmt über dieses Gewinnpaket, das da beinhaltet das Spiel Animal Crossing und diverse Goodies. Wenn ihr dieses Set gewinnen möchtet, dann kommentiert bitte unter diesem Video, was immer ihr möchtet, aber dieser Kommentar sollte auf jeden Fall das Stichwort Tom Nook beinhalten. Wenn ihr gerne dieses Paket hier gewinnen würdet, nämlich das Spiel Animal Crossing, diverse Animal Crossing Goodies und eine türkise Nintendo Switch Lite, dann sollte euer Kommentar bitte auf jeden Fall das Stichwort Apple beinhalten. Das ist dieser kleine süße Hamster. Und wenn ihr gerne teilnehmen würdet an der Verlosung für dieses Gewinnpaket hier, bestehend aus dem Spiel Animal Crossing, diversen Animal Crossing Goodies und einer Nintendo Switch Konsole, dann schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video und packt in diesen Kommentar bitte das Stichwort vorne. So, ihr dürft nur in einen Lostopf, sprich jeder darf nur mit einem Kommentar an dieser Verlosung teilnehmen oder an diesen Verlosungen. Die detaillierten Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in der Infobox unter diesem Video beziehungsweise verlinkt auf meinem Blog. Ich drücke euch allen ganz, ganz fest die Daumen. Die Gewinner auswählen tut wie immer ein Zufallsgenerator und nicht ich. Des Weiteren wünsche ich euch ganz, ganz schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn die Feiertage und das alles jetzt etwas anders läuft als sonst, machen wir das Beste draus und hoffen auf 2021. Ich freue mich sehr, wenn ihr den MommyMade-Kanal abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert, damit YouTube euch informieren kann, wenn ich etwas Neues hochlade und ihr nichts davon verpasst. Vielleicht lade ich auch in meiner Winterpause noch mal ab und zu was hoch. In der Vergangenheit habe ich das manchmal getan. Ich freue mich in jedem Fall, wenn ihr wieder reinschaltet und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommy Made!